Lass uns noch mal kommen zum Thema Händler bzw. Service und auch Updates. Hier ist ja schon ein bisschen was an Elektronik auch verbaut. Wie muss ich da mit planen als Fahrradfahrer? Also, ich habe mich mit Proaktiv noch mal kurz geschlossen und da wird empfohlen, dass man halt einmal im Jahr irgendwo zum Service geht, beim Händler auch ein Update aufspielen lässt. Ich gehe davon aus, dass es da dann auch Informationen gibt vom Händler. Ich muss sagen, bislang habe ich mich noch nicht wirklich damit beschäftigt. Meine Fahrräder müssen nicht abgedatet werden. Aber ich denke, das ist eine sinnvolle Sache, Fahrräder abzudaten. Und wenn ich mir das selbst nicht zutraue, dann bringe ich es halt mal beim Händler vorbei. Und vielleicht halt dann auch in den Wintermonaten, wenn da nichts groß los ist. Und nicht im Frühjahr, wenn halt alle aufs Rad steigen wollen. Ja. Lass uns nochmal zum wichtigen Punkt kommen, der viele Menschen beschäftigt. Das ist das Thema Akku, wie lange er hält und so weiter. Kannst du da was dazu sagen, jetzt gerade nach unserem Trip, den wir unternommen haben mit den beiden Rädern? Ja und nein, weil es gibt unterschiedliche Motoren an Fahrrädern, es gibt unterschiedliche Akkugrößen, das kennen wir schon vom Werkzeug. Und natürlich kommt es auch darauf an, wie fahre ich. Habe ich nur eine leichte Unterstützung oder gebe ich halt vollen Schub? Dann habe ich Wind, Gegenwind, ist es bergig, habe ich viel Gepäck dabei. Also ich kann nicht zwangsläufig sagen, der Akku hält unter allen Umständen so. Der Akku hat jetzt bei unseren Touren für einen Tag vollkommen ausreichende Kapazität gehabt. Also ich glaube, am Ende vom Tag, und wir waren 4, 5 Stunden unterwegs, natürlich immer mit Drehpausen, hatte der Akku einen Balken weniger. Also es langt locker, würde ich sagen, unter allen Umständen für eine 50-Kilometer-Tour am Tag mit Gepäck. Und ich habe das gerade im Urlaub auch oft jetzt beobachtet, gerade so an der Ostsee. Da waren viele Leute unterwegs, so mit kleinem Zelt, mit Pedelec, Gepäck dabei. Und an der Ostsee hat man halt gerne mal blöden Gegenwind, der kommt immer von vorne. Da ist ein Pedelec halt immer Kennt großartig. jeder. Ist halt immer großartig. Abends hänge ich halt das Ding an Strom und weiter geht's. Und ansonsten, es gibt größere Akkupacks. Ich muss mir halt nur überlegen, hole ich mir ein teures, großes Akkupack, um halt, was weiß ich, 50 oder 100 Kilometer mehr Leistung zu haben, was ich halt nur einmal im Jahr brauche. Oder sag lieber, wenn ich jetzt eine lange Tour mache, ich setze mich zwischendrin mal eine Stunde ins Café und hänge das Ding mal kurz ans Ladegerät und weiter geht's. Okay. Wie war das eigentlich mit dem Fahrwiderstand? Also, ich habe ja dann auch mal den Akku ausgeschaltet und so ein bisschen gestrampelt. Für mich ging es jetzt. Wie hast du es erlebt, ohne Akku zu fahren? Ja, also es fährt sich schwerer. Ganz Ja. logisch, das Rad ist schwerer als ein normales Leichtbau-Mountainbike. Mehr Gewicht, bremst mehr. Dann haben wir ziemlich große Reifen drauf, das heißt mehr Rollwiderstand. Die Reifen bringen uns natürlich mehr Dämpfung bei rauem Terrain, sie bringen uns mehr Grip, wenn es irgendwo sumpfig, sandig, sonst irgendwas wird. Und wir haben halt diese netten kleinen Gumminoppen, die halt dafür sorgen, dass der Reifen wirklich in fast allen Situationen beherrschbar greift. Aber dieser Gummi, den ich da bewege, der bremst mich. Also insofern, ja, man merkt deutlich, wenn der Akku nicht mitschiebt. Ich kann das ein bisschen ändern. Ich könnte schmalere Reifen montieren. Ich könnte Reifen halt ohne Noppen montieren. Ich könnte ganz profillose Reifen montieren. Muss man sich dran gewöhnen. Kann man machen, geht gut. Aber letztlich kann man auch Also du ohne hast alle Akku. Möglichkeiten. Du kannst problemlos mit dem Rad ohne Akku fahren, es ist halt nur ein bisschen anstrengender. Ja.